Mein Name ist Mandy Svoboda. Ich bin 26 Jahre alt und Kanusportler. Beide Beine. Ich ließ mich nie von diesem tragischen Schicksalsschlag unterkriegen und suchte immer die Herausforderung. So entdeckte ich den Kanusport für mich. Über das Wasser zu gleiten und das Boot maximal zu beschleunigen, erfordert einen präzise abgestimmten Ablauf von Koordination, Timing und Kraft. In den letzten 16 Jahren Training habe ich versucht, diesen zu perfektionieren und zu verinnerlichen. Die Kunst ist, das Ganze auch in einer Wettkampfsituation abzurufen, bei Frequenzen von bis zu 150 Schlägen pro Minute muss jeder Schlag perfekt sitzen, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Vor allem der Start spielt eine zentrale Rolle, da ich über die 200 Meter Sprintdistanz starte. Hier sind die ersten Schläge entscheidend, um das Boot in Bewegung zu setzen. Ist der Start misslungen, ist meist das Rennen verloren, da bei Zeiten um die 40 Sekunden jeder Moment entscheidend ist, um das Rennen zu gewinnen. Kraft spielt eine zentrale Rolle und wird auch intensiv trainiert. Der Kanusport ist ein Kraftausdauersport und darum ist abwechslungsreiches Training sehr wichtig. In den kalten Monaten verbrachte ich viele Einheiten im Schwimmbecken und in der Kraftkammer. Doch auch Gymnastik und alternative Trainingseinheiten wurden absolviert. Heute konnte ich 6-mal den Europameistertitel und 6-mal den Weltmeistertitel holen. Besonders freut es mich, bei meinen ersten Paralympischen Spielen teilzunehmen. Es werden mit Sicherheit spannende Wettkämpfe. Die Konkurrenz schläft nicht. Das musste ich zuletzt hautnah miterleben, als ich bei meinen 7. Weltmeisterschaften den Titel nicht verteidigen konnte und mit Platz 2 das Nachsehen hatte. Ich habe hart trainiert und werde voller Motivation versuchen zu gewinnen.